Hallo und herzlich willkommen bei Typisch Deutsch. Unser heutiger Gast gilt als der Pate aller investigativen Journalisten hier in Deutschland. Sein Markenzeichen, immer wieder schlüpft er in fremde Rollen, um Missstände aufzudecken. Heute darf er mal ganz er selbst sein. Herzlich willkommen, Günter Wallraff. Guten Tag. Heute mal unverkleidet. Sie haben ja als Reporter seit über 30 Jahren gesellschaftliche Missstände aufgedeckt. Ist das typisch deutsch für Sie, dieses hässliche Land? Nein, ich glaube, die Rolle ist in allen Regimen, in allen Ländern erforderlich, ja, um eine Gesellschaft von unten her zu erforschen, in Frage zu stellen. Eine Gesellschaft, die sich weigert, sich überprüfen zu lassen, da ist es bedenklich. Ne? Ich meine, ich habe Prozesse gehabt, man hat versucht, die Arbeit zu behindern, durch Kampagnen, durch Prozesse. Ich habe alle diese Prozesse gewonnen, sogar vom Bundesgerichtshof bestätigt, dass man, wenn es um überragende, gravierende Missstände geht, auch täuschen darf. Das heißt, es ist auch ein Freibrief für andere Kollegen. Und so sind meine Bücher im Nachhinein gerichtsbeglaubigte Bücher. Und ich habe den Spielraum für kritische Reportagen, für investigativen Journalismus erweitert. Keine Frage. Aber in Ihren Büchern geht es immer um Schmutz, um Ausbeutung, um Missstände aller Art. Ist das Ihr Deutschland? Sehen Sie Deutschland so? Ist das Ihr Land? Ja, es gibt verschiedene Seiten. Nur als kritischer Reporter, der ich nun mal bin, sind sie nicht dazu da, die Schokoladenseite zu zeigen. Dafür gibt es Pressestellen, dafür gibt es Pressesprecher, dafür gibt es eine ganze Lobby. Ja? Die andere Seite, die Menschen, die keine Lobby haben, die kein Sprachrohr haben, die die Mehrheit der Bevölkerung darstellen, deren Situation zu teilen, ich glaube, das ist für mich einerseits ein Bedürfnis, aber auch eine Aufgabe. Und, aber wenn Sie in Ihrer Heimatstadt in Köln, da sitzen Sie am Rhein, es ist ein schöner Sommertag, sagen Sie dann, Mann, das ist ein schönes Land hier? Oder sehen Sie gleich dann wieder irgendwelche Missstände? Missstände, die suche ich mir nicht immer aus. Ich kriege jede Woche Dutzende von Zuschriften, von Besuchen, von Menschen, die entrechtet sind, die Grausames erleben. Und obwohl wir in einem Rechtsstaat leben, nicht, kommen sie nicht zu ihrem Recht. Und dann gibt es Betriebe, wo Arbeitsbedingungen inzwischen herrschen, die man eigentlich aus dem Frühkapitalismus gewohnt ist. Sicher hängt das mit der Wirtschaftskrise, die inzwischen sich zu einer Systemkrise aufwächst, mit den Schattenseiten der Globalisierung zusammen. Und da kann ich nicht so tun, als ging mich das nichts an. Ich werde immer wieder auf diese Missstände gestoßen. Zwischendurch lasse ich es mir gut gehen. Ja, dann genieße ich Wüstenwanderungen, nicht gerade in Köln, aber in der Sahara. Dann mache ich Hochseekajak und da habe ich Naturerlebnisse, Glücksgefühle. Aber es wäre Verrat, Feigheit, wenn ich sagen würde, so, ich kann es mir leisten. Das geht mich alles nichts mehr an. Im Gegenteil, ich würde sagen, die Verhältnisse verlangen danach, schreien förmlich danach. Ich kann mich wieder nützlich machen. Es ist vieles im freien Fall, was als soziale Standards von der Arbeiterbewegung und Generation erkämpft war. Da ist vieles wieder in Frage gestellt. Ja, Herr Wallraff, wie war das als Schwarzafrikaner unter wahrscheinlich rassistischen Fußballfans? Hatten Sie Angst? Auch, ja. In einem Fall, in so einem Fanzug, wo 600 fanatisierte, zum Teil unter Alkohol stehende, aggressiv aufgeladene Typen waren, habe ich es wohl einer jungen Polizistin zu verdanken, dass ich überhaupt heil da wieder rauskam. Die wollten mich alle machen, die griffen mich bereits an. Die hat sich da mit sehr viel Mut, Hand am Pistolenhalfter entgegengestellt und gesagt, lass ihn raus. Und das war nicht das Einzige. Der Alltag war das Zermürbende. Sehen Sie, ich war in der Rolle ja eigentlich positiver, sah ich aus. Ich sah 10 Jahre jünger aus, voller Haarpracht. Ja. Und die Falten sah man nicht so. Ich kam freundlich zuvorkommend daher und wurde allenthalben angemacht, zum Teil ausgegrenzt, verspottet bis bedrungen. Gab es auch positive Erfahrungen? Gab es auch im Verhältnis 1:4. Die Mehrheit der Deutschen sind sicher nicht ausländerfeindlich. Aber man kriegt es als Fremder nicht zu spüren. Sie zeigen es nicht. Zivilcourage ist unterentwickelt. Und die Wortführer sind oft diejenigen, man sagt, ein Viertel der Deutschen haben diese Ressentiments Ausländern gegenüber oft noch mit Antisemitismus gepaart. Die zeigen es einem, nicht? Und die Alltagssituationen sind, ich habe 2 Dutzend Mal mich um eine Wohnung bemüht.
nie eine Wohnung bekommen. Andere aus dem Team, die unter selben Vorzeichen nach der Wohnung fragten, die bekamen es immer wieder. Nur die Hautfarbe macht es aus. Das heißt, man wird über die Hautfarbe nur wahrgenommen und definiert, was den Menschen ausmacht. Das rückt dann in den Hintergrund. Kritiker sagen ja, sie hätten bewusst Reaktionen provoziert. Sie hätten es darauf angelegt, jetzt rassistisch behandelt zu werden. Nein, was sagen Sie denen? Im Gegenteil, nicht? Das sind diejenigen, das sind auch nur wenige, die versuchen, den Boten zu prügeln, um die Botschaft gar nicht erst an sich ranzulassen. Nein, hier in Aufführungen, zur letzten Aufführung, 4000 Schüler und Lehrlinge haben den in Österreich jetzt in einer riesen Kinoaufführung gesehen. Da sind auch Schwarze immer dabei, die haben Ähnliches erlebt. Und ich war nicht der Borat, nicht? Ich kam nicht provozierend daher, so wie ich sonst im Leben daherkomme, freundlich, zurückhaltend. Und ich wurde wirklich, es war eine andere Welt, es war eine andere Behandlung. Selbst diejenigen, die es wohlwollend meinten, dann immer von oben herab, wie einem Kind gegenüber. Ach, woher sprichst du so gut Deutsch? Ne? Ja. Und ich habe gesagt, ja, ich habe im Goethe-Institut in Dar es Salaam jahrelang Deutsch gelernt. Ja. Ja, wo kommst du denn her? Ah, ja, okay. Ja, dann habe ich erst gesagt, Somalia, weil echte Schwarze, ich habe im Asylbewerberheim in München gelebt, da waren Afrikaner, die hielten mich für einen Somalier. Und dann habe ich erst gesagt, ich komme aus dem Kriegsgebiet aus Somalia. Ansonsten war ich der schwarze Deutsche. Verstanden. Günter Wallraff, Sie gehen immer dahin, wo es weh tut, so auch bei seiner verdeckten Recherche in einer Brötchenfabrik. Die Arbeitskleidung wird von der Firma gestellt, bis auf die Sicherheitsschuhe. Die muss sich Günter Wallraff auf eigene Kosten besorgen. Dann sieht er zum ersten Mal die Produktionshalle. Die Temperaturen am Ofen können im Sommer schon mal an die 60 Grad heranreichen. Doch die Klimaanlage bleibt ausgestellt. Es ist stickig hier. Eingearbeitet wird Günter Wallraff nicht, sondern gleich ans Band gestellt, wie die versteckte Kamera dokumentiert. Sein Job? Schadhafte Tüten aufreißen und die Brötchen in die Produktion zurückführen. Kaum eine Stunde ist Günter Wallraff im Betrieb, da herrscht plötzlich Aufregung. Eine Sirene heult. Die Panzerkette ist vom Fließband abgesprungen. Heiße Bleche verkanten ineinander und blockieren die Produktion. Jetzt müssen die Brötchen so schnell wie möglich vom Band entfernt werden. 250 Grad heiß ist der Ofen, aus dem die Bleche kommen. Niemand macht ihn auf die Verletzungsgefahr aufmerksam. Gut, dass ich selbst mir die Handschuhe mitgebracht hatte. Einer hatte diese Handschuhe, die von der Firma gestellt werden. Die waren an einer Seite durch. Der schrieb plötzlich auf, hatte eine große Verbrennung. Ich hatte hier auch eine Verbrennung wieder. Wo haben wir denn? Das nimmt kein Ende, siehst du hier. Da läuft schon die Soße raus. Aber mein Gott, ich kann mich nicht beklagen. Es ist alles auf Zeit. Die haben alle Verbrennungen, ja. Ja, Günter Wallraff, das klingt jetzt erstmal dramatisch, Verbrennungen in der Brötchenfabrik. Aber jeder Hobbykoch oder in jeder Großküche kennt man das, wo mit heißen Dingen hantiert wird, da verbrennt man sich schon mal. Was war jetzt so skandalös an Ihrer Arbeit in der Brötchenfabrik? Es war nicht allein die Verbrennung, die gingen im Körper, hatten alle Verbrennungen. Es war eine Anlage, wo man sich wie im Krieg fühlte, die so marode war und auch nicht investiert wurde, obwohl der schwer Kohle daraus zog, wo ständig die Bleche sich verkanteten, wo man ins laufende Band mit Händen reingreifen musste. Und da war es heiß. Verletzung nicht, da war es nicht heiß. Da wurden schon mal Finger abgequetscht. Nein, die heißen Bleche, da sparte man dran. Da ist übrigens jetzt ein Verfahren wegen Körperverletzung gegen den Inhaber. Mhm. Und da Lidl, einer der größten Discounter, nicht der viertreichste Mann, Schwarz, der profitiert davon. Da hat Lidl jetzt reagieren müssen durch die Kritik in der Öffentlichkeit. Da wurden jetzt einige Arbeitsbedingungen verbessert. Das heißt, Wallraff recherchiert und danach werden danach tatsächlich... Danach passiert inzwischen was. Das immerhin kann ich erreichen. Allerdings, da arbeite ich auch dran. Da wurden 24% Lohnerhöhung durchgesetzt. Das ist ordentlich. Nachdem Niedrigstlöhne, Hungerlöhne vorgezahlt wurden. Da hat sich ein Betriebsrat, der das Vertrauen der Kollegen hat, gebildet. Und die illegale Kameraüberwachung wurde erstmal abgestellt. Allerdings ist es auch wieder rückläufig. Jetzt werden Leiharbeiter eingesetzt, die nur halb so viel kriegen. Aber man kann von Fall zu Fall was erreichen. Und die Kollegen dort empfanden sich fast in einem Straflager. Die sagten, hoffentlich werde ich bald entlassen. Ich sage, ja. Warum kündigst du nicht? Ja, da kriegen wir Sperre von der Arge, von den Arbeitslosenagenturen. Und sie müssen dann so eine Arbeit annehmen in strukturschwachen Gegenden. Aber auch kein Einzelfall. Ja. Ich kann Ihnen Dutzende andere Betriebe nennen,
wo sich jetzt Ähnliches abspielt, weil eben die Rechtlosigkeit zunimmt durch Arbeitslosigkeit. Sie haben in den 70er Jahren als Türke Ali schon niedere Dienste verrichtet, jetzt im neuen Jahrtausend auch. Haben Sie das Gefühl, dass sich in diesem Vierteljahrhundert, in diesen 30 Jahren was getan hat? Sind die Arbeitsbedingungen humaner geworden, die Bezahlung besser oder ist das... Ich würde mal erst sagen, gewisse Standards in der Gesellschaft wurden erkämpft. Minderheitenrechte, Frauenrechte, ja, ökologisches Bewusstsein. Sowas ist in Deutschland inzwischen gestärkt. Antimilitarismus. Und Arbeitsbedingungen? Arbeitsbedingungen, würde ich sagen, sind bröckeltes. Das soziale Netz wird immer mehr gelockert. Und Gewerkschaften stehen zum Teil mit dem Rücken zur Wand, sind keine gestaltende Kraft mehr, weil auch Mitgliederschwund da ist. Und ich würde sagen, die Kräfte, die zurzeit profitieren an der Wirtschaftskrise, die ziehen die Schraube immer weiter an. Und das heißt, wir haben in Deutschland ja fast als einziges Land in Europa noch nicht mal einen Mindestlohn. Ja? Das ist ein Skandal. Wobei, gut, die Regierung argumentiert, dann kriegen wir Arbeitsplätze, weil... Im Gegenteil, was für Arbeitsplätze. Ne? Dadurch werden Stammarbeiter entlassen. Und willigere, billigere, schnell zu heuernde und zu feuernde Leiharbeiter, oft halbe Sklavenarbeiter, werden dann an deren Stelle eingestellt. In Frankreich haben wir ganz andere Standards, ja? Haben wir bessere soziale Standards. Selbst in England ist im Gesundheitswesen einiges noch besser. Sind Sie ein Sozialist, Herr Weyrath? Ich gehöre keiner Partei an. Ich scheue mich, mich irgendwo in Abhängigkeit zu begeben. Ich möchte den jeweils Herrschenden kritisch gegenüberstehen. Ich würde sagen, wenn Sie mich als Linken bezeichnen, diejenigen, die sich den jeweils Schwächeren verpflichtet fühlen oder zugehörig fühlen, ja, dann bin ich im klassischen Sinne ein Linker. Sie haben auch als Obdachloser eine Zeit lang auf den Straßen gelebt. Ist das ein typischer Fall von diesem jungen Mann? Ich würde, er hat noch positive Erfahrungen gemacht, weil er da in einer Unterbringung war, wo es wirklich menschlich zuging. Ich habe das 2,5 Monate auch zur kältesten Jahreszeit in der Rolle des Obdachlosen gelebt. Also jetzt mal nur zur Erklärung, komplett ohne jemals zu Hause gewesen zu sein? Ein Wochenende war ich zu Hause. Ich habe Weihnachten begonnen, auch um Weihnachten einen Sinn zu geben. Und Neujahr in Frankfurt, in einer der entsetzlichsten Unterbringungsstätten, Container, wo man sich in Schubfächer reingepfercht fühlte, wo es nicht mal ein warmes Getränk gab. Da habe ich allerdings erreicht, dass die Stadt jetzt eingelenkt hat, die Containersiedlung wird abgebaut, es sind stadtbekannte Architekten, ich bin auch beratend dabei, die jetzt menschlichere Quartiere dahin stellen. Und gleichzeitig habe ich in Hannover erreicht, das war ein Bunker aus dem letzten Weltkrieg, angsteinflößend, Platzangst kriegte man da, nachts wurde man eingeschlossen. Und da hat die Stadt jetzt auch nach der Veröffentlichung, ich habe auch einen Film darüber gemacht, reagiert. Der Bunker wird geschlossen und auch da kommen menschlichere Behausungen hin. Ich habe mit in den kältesten Nächten unter 15 Grad in Köln mit auf der Straße übernachtet. Da gab es übrigens keinen Wärmebus in meiner Heimatstadt. Vielleicht gibt es das demnächst. Und da ist dann mehrere Tage später jemand erfroren, weil die Menschen sich da selbst überlassen waren. Ich muss sagen, ich habe selbst Klischees überwunden. Ich habe früher auch einen Bogen gemacht, um Jugendliche da mit ihren Hunden saßen und dachte, Mensch, machen die einen auf Tierlieb. Inzwischen weiß ich, das ist oft der einzige Gefährte und die kommen mit dem Hund nicht in ein Heim rein. Ja? Und ich habe mit solchen auf der Straße übernachtet. Ich habe auch zu Alkohol auf der Straße ein anderes Verhältnis. Es gab welche, die erst auf der Straße zu Alkoholikern wurden, weil sie dieses Elend nicht ertragen. Also ich gebe jetzt Menschen häufiger was, die auf der Straße sind, lade sie ein und habe auch Freunde gewonnen, habe einen zu mir aufgenommen und eben eine feste Wohnung jetzt besorgt. Wir führen in Deutschland ja seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, die große Sozialstaatsdebatte. Jetzt gerade wieder, die einen sagen, das kostet alles so viel Geld, die anderen sagen, es ist noch viel zu wenig. Sie sagen natürlich, es ist viel zu wenig. Ach, es ist nicht nur um Geld. Ich glaube, Geld ist zum Teil genug da. Es ist zu viel Bürokratisierung. Ja? Ich finde auch hier das Leben auf der Straße. Da fehlt es an Streetworkern. Menschen, die einzeln ansprechen. Sie könnten sicher etliche da wieder rausholen. Und etliche wieder einen Weg ebnen, wieder zurückzuholen. Mit individueller Hilfe. Es wird verwaltet. Das Elend wird verwaltet. Es sind Heime, die sind daran interessiert, die Leute da zu halten. Weil es Geld die kriegen bringt. Geld auch für jeden Platz. Also da meine ich, es muss mehr Mitmenschlichkeit. Es muss aus der Nächstenliebe wieder heraus sowas wie Solidarität entstehen. Das ist alles
abhandengekommen. Wir leben in einer Ellbogengesellschaft, in einer sehr kalten Gesellschaft, nicht nur klimatisch gesehen. Sie sind ja ein hauptberuflicher Weltretter. Sie wollen die Welt verbessern, das ist auch völlig in Ordnung. Sie finden Zerstreuung oder ein bisschen Ablenkung bei zwei Sachen, beim Laufen und beim Kajakfahren. Und Sie sammeln Steine. Was, das klingt ja, so langweilig. Also zum Meditieren bin ich zu unruhig, darum laufe ich Ausdauersport. Da fällt alles für mich ab und habe auch wieder einen Marathon geschafft. Und ansonsten die Welt der Steine, da muss ich nicht beweisen. Das sind zum Teil vollendete Schöpfungen der Natur. Da kann ich mich dahinter stellen. Ja. Und Sie fahren mit Ihrem Kajak irgendwo ans Ufer und sammeln Steine. Da entdecke ich Steine, wo selbst Geologen sagen, muss eine frühe versunkene Kultur sein. Nein, es ist Natur. Ich weiß, also Sie finden jetzt auch noch Atlantis. Ich habe nichts mit Esoterik zu tun. Es ist die Ästhetik der Steine. Und da ist eine große Sammlung zustande gekommen. Auch Kultsteine aus allen Welten. Also wir sehen jetzt hier die Wallraffsche Steinsammlung. Das sind übrigens frühe Zahlungsmittel Mauretanien. Die Durchbohrung hat den Wert dargestellt. Und ich werde sie mit einem anderen Sammler demnächst öffentlich machen. Und jetzt schon ist es halb öffentlich. Da kommen schon mal Schulklassen rein. Da gibt es Besichtigungen. Da finden auch Veranstaltungen statt. Und ich erfreue mich daran. Ist das jetzt eine rein optische Geschichte zum Angucken oder haben Sie auch das Gefühl, da ist so eine gewisse Kraft in diesen Steinen? Ach, nicht übertreiben. Es ist eine Ästhetik. Ne? Es sind sinnliche Formen, erotische Formen sogar. Und die Kraft besteht darin, dass Sie sich darauf einlassen und sagen, es ist eine Vollendung. Nicht? Die meisten Bildhauer fallen dahinter zurück. Die tun den Steinen Gewalt an. Es gibt ganz große, die nehmen die Steine als Inspiration, Henry Moore, Craig, Prantl und so weiter, die gehen darüber hinaus. Ist das bei Ihnen auch so? Ich bin kein Bildhauer, ich bringe einen Gesamtzusammenhang der Steine zustande. Manchmal bringe ich Steine in Bewegung, da wo ich die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht mehr ans Tanzen bringe, da bringe ich die Steine ans Tanzen. Was sagt Ihre Familie eigentlich? Oh Mann, jetzt kommt Fatih schon wieder da mit dem ganzen Auto voll Steine angefahren. Die nehme ich zum Teil mit, wenn ich in Feriensituationen bin, habe ich einen Kajak dabei, sammeln wir zusammen, Mädchen Anhänger, Steine kommen dann hin. Ich habe Depots auch im Ausland, ich verschenke welche für karitative Zwecke, stifte ich welche, mache eine Auktion. Keine Handelsware, obwohl sie zum Teil sind einzigartige Steine, ich würde sie nicht für tausende Euro hergeben. Und die Familie, ja gut, ich musste jetzt die Treppe, wo auf zwei Seiten die Steine hoch wuchsen, musste ich eine Reihe wieder freigeben. Und also einen Durchgang. Als ich auf der Herdplatte breit machten, hat meine Frau auch eingegriffen. Also darum, so ist das Steinhaus entstanden. Ne? Es gibt ein Haus für die Steine, wo dann aber auch Veranstaltungen stattfinden. Ja. Sie sind wahrscheinlich zum Zusammenleben jetzt auch nicht ganz leicht, nicht? Also wie ist das, wenn Sie in immer neuen Rollen durch die Welt rennen? Also macht das mit Ihnen? Ich bin zum dritten Mal glücklich verheiratet, ne? Habe 5 fantastische Töchter aus 3 Ehen. Und irgendwie, glaube ich, funktioniert das inzwischen. Das heißt, die Eifersucht ist überwunden, ja, nicht ganz. Aber ich würde sagen, durch meine Abwesenheit funktioniert vielleicht die letzte Ehe auch so gut. Ne? Nähe und Distanz, das alte Geheimnis. Ja, wir sehen uns sporadisch und wenn wir uns sehen, ist das immer wieder eine neue Hochzeit. Ne? Das klingt gut. Ganz zum Schluss sind wir bei unserem typisch Deutsch-Spiel. 2 Antwortmöglichkeiten, Sie müssen sich für eine entscheiden. Humor oder Aufklärung? Beides gehört zusammen. Ohne Humor. Und welche Rolle war lieber Ali der Türke oder Kwame der Afrikaner? Beide. Diamant oder Kieselstein? Kieselstein. Ein Mann für die Kieselsteine. Das war's auch schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Günter Wallraff. Wir haben gesprochen über schlechte Arbeit, über schwarze Deutsche und über schwere Steine. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wäre schön, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.